Die Internetindustrie bläst unüberhörbar zur Geschwindigkeitsoffensive. T-Com sorgt für den Durchbruch. Breitband für alle. Jetzt mit dem Kaum ein Computernutzer kommt zurzeit an den Werbekampagnen von T-Com, AOL und Co. vorbei. Nicht wenige sind jedoch von der Infoflut überfordert. Ja, ich begrüße Sie zu unserem Kurs Einstieg ins Internet. Wir werden also heute ein bisschen was zum Thema Internet lernen. In der PC-Schule Computer im Griff in Berlin-Rudow sind die Internetkurse für Anfänger mehr als gut besucht. Das ist also der DSL-Splitter. Der wird mit ihrer Telefondose verbunden. Das heißt also, dieser Stecker kommt in ihre Telefondose. Wir haben Dozent Matthias Krebs nimmt den Seminarbesuchern die Angst vor Routern und Splittern. Dabei geht es vor allem um eines. Dieses Netzwerkkabel. Von der Werbung her wird mir immer nur Schnelligkeit vermittelt. In der Werbung ist am gravierendsten immer, wer ist schneller? Ob man irgendwo drin ist oder nicht oder wie schnell Daten verarbeitet werden. Das ist das Einzige, was mir eigentlich an Werbung übermittelt wird. Die Teilnehmer haben zwar alle einen PC zu Hause, aber was das neue, schnelle Internet wirklich kann, ahnt kaum einer. In Zeiten, in denen WWW häufig mit weltweites Warten übersetzt werden musste, sind vorbei. Noch nie war das World Wide Web so schnell wie heute. Fernsehsendungen, Spiele, Musik und Videos, die Inhalte im Netz sind farbenfroh, bewegt und schnell. Genießen kann man sie vor allem mit der Digital Subscriber Line, kurz DSL, dem High-Speed-Internet-Anschluss schlechthin. Das Prinzip, die Leitung wird in einem sogenannten Splitter aufgeteilt, in das Signal zum Telefonieren und für den Datenstrom zum PC. Vorteil, der Benutzer ist während der Computersitzung immer telefonisch erreichbar. Vom Splitter gehen die Daten dann zu einem Router und weiter zum Rechner. Ein Vergleich zeigt die Möglichkeiten, die DSL bietet. Während ein ISDN-Anschluss links für den Aufbau einer Seite mit einigen Fotos rund 13 Sekunden benötigt, hat DSL dieselbe Seite in gerade mal 0,9 Sekunden auf dem Bildschirm. Noch deutlicher ist der Unterschied bei sogenannten Videostreams. Oben mit ISDN stoppt der Filmtrailer bereits nach wenigen Momenten. Über DSL läuft er flüssig und ohne Unterbrechungen durch. Doch nicht nur Unterhaltung im Internet wird durch die neuen Geschwindigkeiten noch attraktiver. Vielen Benutzern, wie dem Fußballmanager Michael Preetz vom Bundesligisten Hertha BSC, hat der Highspeed-Zugang neue berufliche Möglichkeiten eröffnet. Gut, wir holen natürlich tägliche aktuelle Informationen über unsere Mannschaft, über unseren Verein aus dem Internet. Und wir beschäftigen uns natürlich in erster Linie mit Spielern, mit eigenen Spielern, aber vor allen Dingen natürlich auch mit Spielern, die wir auf dem Markt beobachten. Also das, was unter dem Oberbegriff Scouting läuft, und da holen wir die wesentlichen Informationen aus dem Internet. Was muss das Internet sein für jemanden wie Sie? Es muss einfach zu bedienen sein und es muss natürlich sehr, sehr schnell sein, und das alles ist mit dem DSL-Anschluss gegeben. Der ehemalige Nationalspieler hat auch die Scheu vor technischem Zubehör verloren. Ja, ich kann es vielleicht gleich mal zeigen, das ist eigentlich relativ einfach. Wir brauchen eigentlich nur so eine Starterbox, dann natürlich das obligatorische Stromkabel, den Telefonanschluss. Und den Modem-Anschluss, also das sind gerade mal drei Kabel, die man stecken muss. Und dann ist man auch schon verbunden. Dann müssen wir halt nur noch die eigentliche Verbindung herstellen. Und das sieht man, glaube ich, dann auch ganz gut, dass das sehr, sehr schnell funktioniert. Wenn wir hier mal auf den Button klicken, sind wir ruckzuck im Internet eingeloggt. Also das ist schon eine wesentliche Erleichterung. Mhm. Doch nicht immer ist das mit der Technik so einfach. Und damit verdient der Mann vor dieser Tür sein Geld. Schönen guten Tag, Frau Schulze. Baldauf von Kolle PC. Sie hatten angerufen wegen dem DSL-Anschluss. Andreas Baldauf rückt dieser Tage häufig zu schwierigen Fällen wie Monika Schulze aus. Sie ist DSL-Neukundin und hat am Morgen Post mit der Hardware für den Internetanschluss bekommen. Nach dem Auspacken die Ernüchterung. Dann habe ich gesehen, dass sie nicht mal weiß, welches Kabel wo reingehört und wo das hingehört. Und auch wenn ich mir den PC angucke, weiß ich auch nicht, wo es da hinten reingesteckt wird. Bedienungsanleitungen sind hier dabei, sehe ich. Ja. Haben Sie da mal reingeguckt? Ja, klar. Und? Aber ich dachte, wenn ich es sowieso nicht hinkriege, rufe ich immer lieber jemand an, der mir das macht. Der Mann von Caller PC benötigt für die Installation nur wenige Minuten und zeigt seiner Kundin sogleich, wie einfach das Anschließen sein kann. Die Kabel sind idiotensicher gestaltet und passen nur in die für sie vorgesehenen Buchsen.
Nach dem Verstöpseln folgt das Einrichten der Gerätschaften per CD-ROM. Das Programm fragt nach PIN und Passwort, die im Briefumschlag mitgeliefert werden. Kurz darauf ist Monika Schulze online. Ein Routineeingriff, den sich der Mann vom Servicedienst natürlich bezahlen lässt. Das geht bei uns ab 28 Euro pro Stunde los. Das werden wir auch hier in dem Fall ansetzen. Da müssen wir nicht den höheren Tarif wählen. Das ist jetzt einfach die normale Installation, einmal DSL. Und das geht dann weiter zur Netzwerkinstallation etc. Es kann dann schon mal bis zu 54 Euro pro Stunde gehen. Aber das ist eher der Ausnahmefall. Aber Surfen mit DSL-Antrieb hat seinen Preis. Über 20 sogenannte Provider bieten den Breitbandzugang ins Netz an. Wer sich dafür entscheidet, sollte sich zunächst einen Überblick über die Kosten verschaffen. Neben der obligatorischen Telefongrundgebühr sind das die monatliche Bereitstellungsgebühr für das DSL und der jeweilige Monatstarif für den Provider. Der Paketpreis liegt in der Regel zwischen 30 und 60 Euro. Hinzu kommt meist eine einmalige Einrichtungsgebühr als Erstkunde. Schönen guten Tag. Hallo, Herr Baldau. Andreas Baldau von CallRPC bei seinem nächsten Hausbesuch. Er ist von einer verzweifelten DSL-Nutzerin angerufen worden. Die Leitung sei tot, klagte sie am Telefon. Der Grund für den Ausfall ist diesmal aber nur ein Wackelkontakt in den Datenkabeln. Kein Einzelfall. Zweitgrößter Provider Deutschlands ist die Firma 1&1. Die Schaltzentrale des Unternehmens im pfälzischen Montabaur ist eine Hightech-Festung hinter Brandschutzmauern und Sicherheitsglas. So, wir sind jetzt hier in unserem 1&1 Rechenzentrum unter der Erde. Wie Sie sehen, ist nicht so einfach hier reinzukommen. Und überall sind Kameras, wo man sie beobachtet jetzt die ganze Zeit. Und was Sie hier sehen, diese blauen Türen, hinter diesen Türen verbergen sich ungefähr 22.000 Server. Ich zeige Ihnen jetzt mal einen Raum. Vollgestopft mit modernster Elektronik. Den hohen Preis für DSL-Anschlüsse erklärt Vorstandssprecher Andreas Gauger mit diversen Zusatzleistungen, die der Kunde bekommt, ob er sie will oder nicht. Bei 1&1 bieten wir einige sehr spannende Extra-Services. Dafür haben wir auch hier dieses tolle Rechenzentrum gebaut. Wir machen Ihnen einen Virenschutz für Ihre E-Mail. Sie bekommen Möglichkeiten, einen Anrufbeantworter im Internet zu haben. Eine eigene Homepage, eine eigene Domain ist bei uns alles schon inklusive und das betreiben wir hier aus diesem Rechenzentrum heraus. Der Anwender kann in Deutschland aus mehr als 140 verschiedenen DSL-Tarifen auswählen. Ein wahrer Dschungel. Dabei gibt es für jeden Benutzertyp das Passende. Ein Einsteiger- oder Normal-User benutzt DSL, um seine E-Mails regelmäßig zu checken und auch mal bei eBay ein Schnäppchen zu ergattern. Für so jemanden empfiehlt sich ein Zeittarif. Minutengenaue Abrechnung der Benutzerzeit garantiert eine gute Kostenkontrolle. Günstige Angebote haben Microsoft sowie Freenet oder Tiscali. Trotzdem heißt das nicht, so Arthur Kessin vom DSL-Team, dass für Normal-User nicht auch ein ISDN-Anschluss ausreichend sein kann. Also zunächst einmal muss jeder Kunde für sich entscheiden, wie viel Zeit er ungefähr im Internet verbringt. Denn wenn man unter 20 Stunden pro Monat unterwegs ist, lohnt sich die Anschaffung des DSL-Anschlusses eher weniger. Eine zweite Gruppe umfasst User, die sich im Netz gelegentlich Musik anhören, Videos anschauen oder längere Zeit surfen wollen. Für solche Nutzer empfiehlt sich ein sogenannter Volumentarif. Eine zeitliche Beschränkung gibt es nicht, jedoch darf nur eine bestimmte Menge an Daten mit dem World Wide Web ausgetauscht werden und das zum Festpreis. Ein Gigabyte reicht aber für bis zu 30.000 Internetseiten. Empfehlenswert sind hier Freenet, 1&1 oder Lycos. Die Möglichkeiten von DSL voll ausreizen kann aber nur ein Power-User. Er lädt große Datenmengen als Video- oder Musikdateien auf seinen Rechner. Solch ein Vielnutzer braucht eine Flatrate. Das heißt, rund um die Uhr online zum Fixpreis. Eine zeitliche Beschränkung gibt es nicht. Und die Menge der transferierten Daten spielt auch keine Rolle. Günstige Flatrates haben T-Online, 1&1 sowie die Firma Arcor. Doch Vorsicht, einige Provider mieten von der Telekom gleich die gesamte Telefonleitung mit. Das bedeutet, dass die Dienste von Billigtelefonanbietern, zum Beispiel für Ferngespräche, nicht mehr funktionieren.